Und dann können wir direkt mal auf dieses sagenhafte Debüt von Youssoufa Moukoko eingehen und diesen tollen Auftritt der U21 gegen San Marino. 6:0, 2 Tore hat der junge BVB-Stürmer erzielt. Genau. Also wieder mal auf sich aufmerksam gemacht. Genau, also er war ja schon im Kader, auch im vorhergehenden U21-Jahrgang war er mit dabei, ist dann verletzt ausgefallen für die Europameisterschaft, konnte da dann leider nicht mitspielen. Aber gestern wieder mit dabei. Erstes Spiel mit der neuen Truppe unter Stefan Kuntz. Und, er ist immer der Mann, der die Rekorde mit Jüngster zuvor aufstellt. Jüngster Torschütze, Jüngster Debütant, und das ist, Jüngster das, Champions. Das ist tatsächlich was man nicht aus den Augen verlieren darf. Ich finde, das ist gefühlt schon so ein bisschen Normalität geworden, was er einfach leistet. Aber über all das darf man nicht vergessen. Er ist immer noch 16 Jahre alt, er wird im November 17. Mhm. Und er spielt auch bei der, auch wenn es nur die U21 ist, spielt er gegen Jungs, die 5 Jahre älter sind als er. Und das ist in dem Alter, ist das also. So, und jetzt kommen wir ja an den Punkt. Er ist immer noch in einer Entwicklungsphase, auch wenn er natürlich schon früh im Rampenlicht war und demnach auch schon früh alle Blicke auf sich gezogen hat und auch erfolgreich gespielt hat. Jetzt ist aber die Frage als Vereinstrainer, also Marco Rose, wie gehst du mit so einem talentierten Spieler um? Und wir sehen im Moment, er setzt ihn als Ergänzungsspieler ein. Ja. Er wirft ihn immer mal so rein, aber Startelf sieht er ihn wohl noch nicht. Findest genau, er hat ihn einmal von Anfang an gebracht im Supercup. Findest du, das sollte sich ändern? Ich bin mir sehr sicher, wenn Youssoufa Moukoko so weitermacht, wie er bisher gespielt hat, dann wird sich das sehr schnell ändern. Das hat man in Ansätzen in der vergangenen Saison unter Edin Terzic schon gesehen. Wenn wir auf die Leistungsdaten gucken, er hat letzte Saison 19 Pflichtspiele gemacht. 14 in der Bundesliga, dann noch ein paar in der U19 auch gemacht. Aber er hat in der Bundesliga gespielt, hat da auch schon 3 Tore gemacht, darf man auch nicht vergessen. Ja. Also er hat das Format für die Bundesliga, das hat er unter Beweis gestellt. Ich glaube tatsächlich, dass ein Faktor ist, warum er im Moment nicht so viel spielt, ist schon noch seine Verletzung. Mhm. Er war von März bis Juni raus, das sind 3 Monate. Sie sind jetzt 2 Monate weiter, im August, Anfang September. Ich glaube, das ist schon noch was, wo man sagt, okay, man lässt ihn jetzt langsam wieder auch in seinen Rhythmus kommen. Ja, ist aber interessant, was dann so ein erster kleiner Karriereknick mit einer Verletzung, der U21-EM verpassten Teilnahme so rum, Olympia nicht dabei, was das dann macht, wenn du dann plötzlich merkst, okay, du bist jetzt erstmal raus aus diesem Rhythmus und musst dich wieder reinspielen. Ja. Also Marco Rose spricht ja auch immer davon, wir müssen ihn behutsam entwickeln. Ja, nur so ein junger Spieler, wahrscheinlich tankt er am meisten Selbstvertrauen, wenn er ganz viel spielen darf. Ja, absolut. Ich glaube, er hat auch die Tage, hat er einen Social-Media-Post auch abgesetzt von der U21, wo er dazu geschrieben hat, das Lächeln ist zurück. Ich glaube schon, dass das für ihn so wirklich die erste richtig schwierige Phase war, weil er einfach das nicht kannte. Es geht für ihn immer nur steil bergauf bisher. Mhm. Und jetzt kam eben mal so dieser kleine Rückschlag einer Verletzung, den er eben hatte. Super ungeduldig in dem Alter. Der will einfach spielen, das merkt man ihm auch an. Jedes Mal, wenn er auf dem Rasen steht, der hat einfach richtig Bock. Und ich glaube aber, dass das in seiner Entwicklung ihn vielleicht sogar noch weitergebracht hat, einfach jetzt mal diesen Rückschlag zu haben, das auch mal mitzumachen, sich daraus auch wieder rauszukämpfen und jetzt eben auch zu zeigen, okay, ich bin wieder da, ich habe es wieder drauf und sich auch jetzt wieder anbieten zu müssen und zu zeigen, okay, ich gehöre hier in die Startelf. Ja, macht ihn wahrscheinlich stärker. Wir gucken mal, was unsere User dazu sagen. Oh ja. Wir haben eine Twitter-Umfrage geschaltet. Gerne auch noch weiter mit abstimmen. Also sollte Moukoko beim BVB mehr Spielpraxis bekommen? Und da haben wir eine deutliche Mehrheit oder 52% Sturmduo mit Haaland. Und das ist aber auch interessant. Ja, aber in der dritten Liga 31,7%. Nein, guter Ersatzmann. Dritte Liga, also dass man sagt, so ein Mann ist besser aufgehoben in der zweiten Mannschaft. Ja. Dort klassisch Spielpraxis zusammen. Meine Meinung ist, da ist er schon drüber hinaus. Also der ist ja schon ein Mehrwert in der ersten. Ja, absolut. Mit seinen Leistungen, die er schon gezeigt hat, hat er gezeigt, dass er das kann. Ich finde es trotzdem keine so blöde Idee, ihn vielleicht ab und zu mal in der dritten Liga ranzulassen, weil im Moment ist es offensichtlich so, dass ihn Marco Rose noch nicht in der Startelf sieht. Und bevor ich ihn dann 5, 6 Wochen immer auf die Bank setze und in den letzten 5 Minuten, 10 Minuten vielleicht mal reinbringe, bin ich der Meinung, könnte man ihn auch 3, 4 Mal vielleicht mit bei der zweiten Mannschaft dazu nehmen. Mhm. Da spielt auch ein Steffen Tigges, der schon bei den Profis mit dabei war, ihn einfach mal mit dazugeben,
ihm diese Spielpraxis geben, gerade nach der Verletzung einfach, dass er wieder reinkommt, dass er diesen Rhythmus findet, dass er seine Tore vielleicht auch macht. Und die dritte Liga ist jetzt auch nicht das schlechteste Pflaster, vor allen Dingen für einen 16-Jährigen. Okay, das heißt, somit würde man ihn nicht zu sehr bremsen, wenn man ihm andere Möglichkeiten gäbe. Nee. Aber natürlich Sturmduo mit Haaland sehe ich als für ihn natürlich eine riesige Lehrzeit. Auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist auch das, was sich alle BVB-Fans wünschen, dass die beiden dann vorne wirbeln.